Auf der Spur der verschwundenen Stadt, eine digitale Reise durch Raum und Zeit. Ja, was man hinter mir sieht, ist ein Teil des Museums für Hamburgische Geschichte, von Fritz Schumacher erbaut und unter dem Direktor Otto Laufer 1908 gegründet und vor allen Dingen 1922 für das Publikum eröffnet. Das heißt, wir feiern dieses Jahr im August 22 unser 100. Jubiläum. Und was man hier an dem Haus sehr schön sieht und auch hinter mir sieht, ist so ein Portal. Und es sind viele Figuren, die an der Fassade oder in der Fassade verbaut worden sind. Wir haben über 300 sogenannter baulicher Relikte, Spolien im und am Haus verbaut, die sehr viel über die hamburgische Geschichte und sehr viel über die Hamburger Kulturgeschichte und Architekturgeschichte erzählen. Fünf Künstler sind durch die Brandruinen gelaufen und haben dann die noch erhaltenen Bauteile gerettet und aufbewahrt, sodass dann Fritz Schumacher damit planen konnte. Ja. Im Teilprojekt auf der Spur der verschwundenen Stadt entwickeln wir eine App mit Augmented Reality, die die historischen Bauteile am Museum erlebbar machen sollen. Die Kaiserfiguren, die hier hinter mir zu sehen sind, sind hier in diese Fassade eingebaut. Aber die Besucher des Museums oder auch die Besucherinnen des Parks wissen eigentlich gar nicht, wozu diese Kaiserfiguren gehören. Und das möchten wir ändern mit der App. Haben die Nutzer die Möglichkeit, die Figuren dem historischen Gebäude, zu dem sie gehörten, wieder zuzuordnen. Das war das alte Hamburger Rathaus. Ein großes Anliegen ist, dass wir hier Stadt und Museum viel stärker noch miteinander verbinden. Und da bieten uns die digitalen Medien natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier mit zu spielen. Und eine Spielmasse, die wir haben, das sind die sogenannten Spolien. Und die wollen wir einsetzen, um eben das Museum in die Stadt zu bringen und die Stadt ins Museum zu holen. Uns interessieren die Geschichten hinter diesen Gebäuden. Wer lebte, wer arbeitete in diesen Häusern? Wo standen diese Gebäude, zu denen die historischen Bauteile gehören? Warum sind diese Bauteile überhaupt erhalten geblieben? Und wie sind sie hier an das Museum gekommen? Wir möchten diese App interaktiv und spielerisch gestalten, als einen Stadtkrimi konzipieren, den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben, die Spolien zu entdecken, zu erforschen und sich eigenständig auf den Weg zu machen, dieser kriminalistischen Geschichte zu folgen und aufzuspüren.